Was ist das für ein Geruch? Fisch? Und noch irgendwas. Oh, noch mehr Fisch. Ihr wisst genau, dass wir nicht genug Männer haben. Und unsere Feinde werden jede Nacht mehr. Ja, natürlich. Immer noch kein Zeichen, dass jemand vom Schloss kommt, Murdoch. Sie sollen Wachen halten. Ich will keinen Überraschungsangriff vor Sonnenuntergang. Jawohl, Sir. Was sollen wir... Ihr seid also der graue Wächter. Sind die nicht alle zusammen mit dem König gestorben? Wenn ein oder zwei Geister eine Horde böser Monster töten können, dann nehme ich die auch. Aber ihr seht recht lebendig aus. Aber wir weisen niemanden ab, der seine Hilfe anbietet. Ich will keinesfalls als undankbar erscheinen. Wir helfen so gut wir können. Ihr könnt uns vertrauen. Ich bin Murdoch, Bürgermeister dieses Dorfrests. So wie heute nicht alle getötet und ins Schloss geschleift werden. Hoffentlich habt ihr recht. Bisher halte ich noch alle zusammen, aber es ist nicht leicht. Jedenfalls seid ihr hier. Es heißt, ihr übernehmt das Kommando. Unsere wenigen Rüstungen und Waffen müssen sofort repariert werden, sonst muss die Hälfte von uns ohne kämpfen. Owen ist der einzige Schmied hier, aber der sture Narr redet ja nicht mal mit uns. Wenn wir heute Nacht kämpfen sollen, muss der schrullige Irre uns jetzt helfen. Seine Tochter, Valena, ist Dienstmädchen bei der Erlessa. Seit das alles angefangen hat, hat er nichts mehr von ihr gehört. Er hat verlangt, dass wir das Schloss angreifen, das Tor niederreißen und gewaltsam eindringen. Ich sagte, das sei unmöglich, aber er wollte nicht hören. Er hat sich in seiner Schmiede eingeschlossen. Ich kann ihn nicht zu den Reparaturen zwingen. Er sagt, lieber stirbt er. Das wäre hilfreich. Wenn er nicht kommt, stirbt er wie alle anderen. Und welchen Vorteil sollte das haben? Geh endlich weg. Lass mich in Frieden. Du hast meinen Laden doch schon leer geräumt. Es ist nichts mehr da. Was? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ich habe schon genug durchgemacht. Na gut. Ich sperre auf. Aber ihr dürft keinen Ärger machen. Da hat wohl jemand was getrunken. So. Ich habe euch reingelassen. Ihr wolltet reden. Jetzt reden wir. Wer seid ihr überhaupt? Ein grauer Wächter. Muss es auch geben. Witzig. Durch die Tür klangt ihr gar nicht wie ein Elf. Das kommt jetzt unerwartet. Egal. Ich bin Owen. Aber das wisst ihr sicher schon. Wollt ihr euch mit mir betrinken? Oder habt ihr ein bestimmtes Anliegen? Warum sollte ich Murdoch helfen? Er hilft mir auch nicht. Meine Tochter Valena ist Dienstmädchen bei der Lesser und sitzt oben im Schloss fest. Aber der Bürgermeister schickt keine Hilfe. Seit dem Tod meiner Frau vor 2 Jahren ist sie mein Leben. Jetzt ist sie tot, oder wird es bald sein? Mir ist egal, was mir, dem Dorf oder sonst wem zustößt. Ich bin ein alter Mann. Jeder weiß, dass wir die Nacht nicht überstehen werden. Oder wollt ihr uns etwa retten? Vielleicht liegt's am Alkohol, aber
Ihr klingt, als würdet ihr daran glauben. Passt auf. Wenn ich für Murdoch und seine Männer Reparaturen durchführen soll, dann müsst ihr versprechen, im Schloss meine Tochter zu suchen. Das reicht nicht. Dasselbe hat Murdoch gesagt. Und dem habe ich auch nicht geglaubt. Ihr verlangt viel, armseliger kleiner Mann. Ich will euer Versprechen, dass ihr nach ihr sucht und sie zu mir zurückbringt. Falls es möglich ist. Einverstanden. Es ist wenigstens ein Fünkchen Hoffnung. Na großartig. Retten wir als nächstes Kätzchen aus Bäumen. Das Versprechen brechen wir doch wohl. Hoffentlich nicht. Was ist das? Mit dir rede ich nicht, Mensch. Na gut. Dann an die Arbeit. Ich muss das Schmiedefeuer entfachen und noch etwas Eisen finden. Vielleicht bei der Mühle? Murdoch soll seine Männer so bald wie möglich herschicken, wenn ich bis zur Nacht alles reparieren soll. Und wenn ihr etwas braucht, sagt es mir einfach. Und jetzt habe ich zu tun. Entschuldigt mich. Owen führt anscheinend endlich die benötigten Reparaturen durch. Der verdammte Narr ist betrunken. Trotzdem sieht die Schmiedekunst bei ihm ganz leicht aus. Das ist gut genug, würde ich meinen. Ich benachrichtige Ben Teagan, dass die Miliz kampfbereit ist. Wir werden diesen Schweinen einen unvergesslichen Empfang bereiten. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Wir mögen nur Dörfler sein, aber wir werden kämpfen, als gäbe es kein Morgen. Er und seine Männer sind in der Mühle, bei der Brücke, im Norden. Ich habe ein gutes Gefühl wegen heute Nacht. Die Reparaturen werden erledigt. Ziemlich flott sogar, dafür, dass Owen volltrunken ist. Wir können es momentan noch gut. Viel besser, als ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Ihr habt Owen zum Arbeiten gebracht und wir sind deshalb brauchbar bewaffnet. Das ist eine große Erleichterung. Die Miliz ist tatsächlich bereit für den Kampf. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ist noch irgendwas? Ich habe ein gutes Gefühl wegen heute Nacht.